Ich glaube, boah, ist gerade schwer in Worte zu fassen, weil die Emotionen gerade noch sehr, sehr hoch sind. Vor allem, wenn du hinten raus zu 8 fast alles wegverteidigst. Ja, schwer. Also, mir sind gerade so die erste Halbzeit nicht mehr im Kopf, weil einfach gerade einfach die Enttäuschung groß ist, was natürlich ehrlich ist, weil wir alles reingeworfen haben. Aber gut. Oh, schweres Spiel für den Schiedsrichter, will ich jetzt mal ausdrücken. Anscheinend war es bei Morris die gelb-rote Karte, Fehlentscheidung, das ist ein Elfmeter. Ja, wenn solche Entscheidungen dann gegen dich laufen, dann, ja, dann passieren auch solche Dinge hinten raus, wo die dann das 2-1 machen in den 91. Ist einfach sehr bitter und tut weh. Aber ich glaube, das wird uns als Mannschaft stärker zusammenwachsen lassen. Und wir lassen uns da nicht aus der Bahn bringen, sondern kommen da gestärkt als Mannschaft wieder raus. Ja, ich habe es gerade schon im Interview gesagt. Ich glaube, dass heute das Sportliche nicht so im Vordergrund steht. Das ist das Ärgerliche. Bitter für uns, dass wir noch, trotz dass wir eine kämpferisch gute Leistung gebracht haben, das Gegentor am Ende des Tages bekommen und leider da hier mit 0 Punkten nach Hause fahren. Boah, also von hinten, klar, von hinten sahst du aus, ob ihn berührt. Ansonsten, meiner Meinung nach, wird sich Morris auch dann dementsprechend nicht so krass aufregen, dass er dann erst nicht pfeift und dann ein paar Sekunden später erst dann eine Schwalbe pfeift. Ja, ist für mich ja, kein Fingerspitzengefühl in den Situationen. Aber gut, können wir jetzt im Nachhinein nichts mehr dran ändern. Ist sehr ärgerlich und tut weh. Ja, ich denke, dass der Kontakt ganz klar da ist. Ja. Im Fernsehen sieht man es, denke ich, ganz gut. Dass, ich glaube, es war jetzt kein harter Kontakt, aber bei dem Tempo, denke ich, reicht es aus, um da einen Elfmeter zu geben und schon gar nicht, dass man mir vorwirft, da eine Schwalbe zu machen. Boah, ja, du kriegst dann so die Mentalität jetzt erst recht. Also wir haben das eigentlich super wegverteidigt, auch die Viererkette. Also wir haben mit zwei Viererketten gespielt. Die vordere mit Marlon und Tim haben viel Löcher gestopft. Die haben den Ball laufen lassen, wo uns es nicht wehtut. Ja, und dass du dann einen langen Ball auf dem zweiten Pfosten und der wieder querköpft, ja, das ist dann bitter, weil das kann verteidigt werden. Aber gut, wir haben uns alles reingeworfen. Wie gesagt, das tut dann extrem weh, aber da kommen wir gestärkt als Mannschaft wieder raus. Ja, das ist gut. Die Jungs und Mädels, die schätzen das und die können das auch gut einschätzen, dass wir wirklich gekämpft haben. Die stehen da hinter uns und das sollte auch weiterhin so bleiben und ja, das gibt uns Kraft. Ja, die waren ein ganz kurzer Austausch. Ich glaube, ein guter Austausch, weil es geht über die Gemeinschaft. Und ja, ich glaube, ein kleines Feedback von den Fans, ein kleines Feedback von uns, dass die Unterstützung wieder heute überragend war und dass es letztendlich auch nur gemeinsam geht. Und darauf lässt sich heute aufbauen, weil wir wieder ein super Zusammenspiel. Und jetzt geht es am Heimspiel gegen Regensburg weiter.